Ich muss einen Background hinzufügen, ich mag das nicht, wenn mir das entgegenstrahlt. Ich kann mir die BPM schon denken. Ich weiß nicht, ob ich sie herausgefunden habe. Jedenfalls liegt sehr viel auf dem weißen Punkt hier. Ich sag 124. Ich habe neulich dieses 3 Vierte und nicht dieses anderen Takt. Anderen Takt genommen, genau, diesen Walz. Und da kommt was ganz anderes raus, das klingt viel besser. Nur eine kleine Notiz, ich habe versucht, den weißen Strich da drauf zu bekommen. Sehr genau für das Recording gerade. Ich habe das Gefühl, die BPM ändert sich. Das kann sein, es gibt Songs, die sowas machen. Ja, für mehr Attention vielleicht. Das ist so macht Hans Zimmer das auch. Das Metronom wird schneller. Da habe ich sogar noch ein Video extra dazu gesehen. Du solltest Dancing Mad sehen, Alter. Wenn ich fertig bin mit der Map, die hat einfach über 300 Timing Points oder so. Oh. Uiuiui. Bei jedem geht die BPM, glaube ich, höher ein bisschen. Das landet auf einem Dreiviertel-Tick. Wenn du in Compose gehst und dann auf ein Viertel den Snap-Divisor setzt, ist es genau auf dem blauen Tick. Was? Weil ich glaube, das ist Single-BPM, der Song. Moment.
Wieder sowas. Ja, also bis jetzt ist noch Single BPM. Ich bin bei 3 Minuten. Und welcher BPM? 124. Offset 381. Ist der Offset super wichtig? Ja. Okay. Achtung, wenn du Offset veränderst, ziehst du alle deine Noten in eine bestimmte Richtung. Du musst sie später wieder auf der Timeline richtig hinziehen. Single BPM.